Gut, ja, dann möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Manuel Reisinger. Ich unterrichte Mathematik und Informatik an einem Gymnasium in Linz. Und genau, während dem Lockdown habe ich da an einem Projekt begonnen zu arbeiten und bin eben da auf die Eduviduell-Plattform dann aufmerksam geworden und habe dieses Projekt eben auf Eduviduell umgesetzt und möchte es vielleicht jetzt eben hier kurz vorstellen, weil es mich eben freuen würde, wenn das nicht nur von mir bzw. von meiner Schule genutzt werden würde, sondern wenn das breiteren Einsatz eben finden würde. Und ich glaube, dass es sich recht gut einsetzen lässt, weil eben Eduviduell da, glaube ich, sehr viele Vorteile bietet. Vielleicht kurz, was war die Idee? Also bei uns an der Schule wird nächstes Jahr der Gegenstand digitale Grundbildung zum ersten Mal als eigenes Fach unterrichtet. Generell gibt es ja im Moment zwei Möglichkeiten, das eben als eigenes Fach zu unterrichten, wie es an manchen Schulen gemacht wird, beziehungsweise integrativ in den einzelnen Gegenständen, wie es, glaube ich, an den meisten Schulen gemacht wird, weil es immer ein Ressourcenproblem ist. Und genau, wir möchten es also nächstes Jahr umstellen auf einen eigenen Gegenstand. Und ich bin da ein bisschen damit betraut worden, mit diesem Projekt das irgendwie auf die Füße zu stellen. Und jetzt gibt es da halt ein paar Problematiken, wenn man sich da diesen Lehrplan anschaut von digitaler Grundbildung. Ich schätze ja, dass einige der Anwesenden da schon mal hineingeblickt haben, dann ist der sehr, sehr breit aufgestellt, also von gesellschaftlichen Aspekten, Medienwandel und Digitalisierung, Informationsdaten und Medienkompetenz, dann eben das, was manche glauben, dass quasi nur das dahinter steckt, nämlich Standardanwendungen. Viele glauben ja, digitale Grundbildung ist einfach nur quasi Microsoft Office Training oder generell Office Training, ist aber eben nur ein Teilbereich. Mediengestaltung, wenn man sich das genau durchliest, ist da eben wahnsinnig viel drinnen. Social Media, Sicherheitsaspekte, von Hardware, Seite, technische Problemlösung und dann eben auch noch Computational Thinking. Das heißt, ein bisschen so eine Einführung in die Programmierung sollte auch noch dabei sein. Und das Problem ist jetzt irgendwie, wie kann das ein Lehrer alles abdecken, war eben dann bei uns an der Schule die Frage und das wird wahrscheinlich an anderen Schulen auch die Frage sein, beziehungsweise auch wenn es integrativ gemacht wird von mehreren Lehrern, dann kriegt man halt meistens irgendwas zugewiesen, jetzt irgendein Thema, das man abdecken sollte oder irgendeinen dieser Punkte hier und ja, ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt jetzt so kompetent bei diesem Punkt, den man da zugewiesen bekommt, beziehungsweise sind diese Punkte, wenn man es genau durchliest, hier zum Beispiel bei der Mediengestaltung, wo dann dort steht, man muss da irgendwann herausgreifen, gestalten digitale Medien mittels aktueller Technologien, Texte, Präsentationen, Audiobeiträge, Videobeiträge sowie multimediale Lernmaterialien. Also wenn man das wirklich ernst nimmt und das alles macht, dann ist das einfach sehr, sehr umfangreich. Und ja, ich wollte jetzt für andere Lehrer da quasi einen Pool an Moodle-Kursen zur Verfügung stellen, der dabei helfen soll, dass man zumindest jene Bereiche, wo man jetzt vielleicht selbst nicht ganz fit ist, dass man da was zur Verfügung hat, das man auch verwenden kann, dass man dann nach eigenen ja, Interessen noch adaptieren kann, aber auch zum Beispiel in Zeiten von Distance Learning wieder 1:1 heranziehen kann und quasi eine fertige Stundenplanung schon zu haben. Und habe mir dann eben dazu gesetzt und habe, das ist jetzt da diese Übersicht, habe angefangen, Moodle-Kurse zu erstellen auf Eduviduell zu den einzelnen Punkten, also zu den einzelnen Lehrinhalten, wobei eben die Lehrinhalte, wenn man sie die anschaut, ja so sind, dass ich das gar nicht mit einem Kurs irgendwie abdecken kann oder dass ich nicht sagen kann zu jedem dieser, also da zum Beispiel eben zu gestalten digitale Medien mittels aktueller Technologien, das kann ich ja nicht mit einem Kurs abdecken, ja, beziehungsweise gibt es auch viele Dinge, die vielleicht in einem Kurs sind, aber mehrere der Lehrinhalte hier abdecken. Deswegen habe ich also eine Übersichtstabelle erstellt und die findet ihr dann auch unter den Unterlagen, also die hochgeladen. Ich habe jetzt sehr, sehr klein gestellt gerade, weil das eben sehr umfangreich ist, aber kann man dann natürlich hineinzoomen. Nur vom Grundprinzip habe ich da eben so eine Matrix erstellt, wo man hier sieht, diese ganzen Kurse, die ich erstellt habe und oben also die einzelnen Kompetenzen, die abgedeckt werden sollen. Und da sieht man dann eben auch, dass ein einzelner
Kurs dann meistens irgendwie bei mehreren Kompetenzen eben andockt. Und die Übersicht ist immer dazu gedacht, dass wenn dann jemand so einen Kurs eben verwenden sollte, schauen wir dann gleich hinein, dass man dann also genau sagen kann, irgendwie auf Web und das oder so, wo man dann die Lehrinhalte eintragen soll und wo dann irgendwo festgehalten werden soll, dass alle Lehrinhalte der digitalen Grundbildung abgedeckt werden, dann kann ich eben sagen, okay, nach dem Kurs die Cloud zum Beispiel, kann ich jetzt da Hackerl machen. Diese Kompetenzen sind zumindest am Rande einmal alle behandelt worden. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das jetzt schon ausführlich behandelt worden ist, sondern man sieht ja eben dann, dass zu jeder Kompetenz dann verschiedene Sichtweisen drauf gibt oder verschiedene Teile, wo man natürlich eben dann zu einer Kompetenz mehrere Kurse auch zur Verfügung hat. Also man kann es jetzt eben entweder waagrecht oder senkrecht lesen. Und wer dann nachher eben da hineinschaut in diese Liste, da gibt es eben dann hier den Link auf die eTapas, wobei man dazu sagen muss, dass noch nicht alle diese Kurse eTapas sind, da zuerst ja noch geschaut werden muss, ob die Qualität passt und so weiter. Und da ist das jetzt von vielen Kursen bereits als eTapa veröffentlicht worden, aber nicht alle. Aber es sind alle auf individuell erreichbar. Das heißt, wenn man auf so einen Link dann draufklickt, dann gelangt man eben direkt auf den entsprechenden individuellen Kurs. Da daneben noch kurz zur Info, gäbe es auch noch die dazu passenden YouTube-Playlists, die eben ein Teil des Kurses dann jeweils sind, quasi für also wenn man wirklich nur sagt, man möchte eben nur eine Playlist den Schülern zur Verfügung stellen, dann gibt es hier einen eigenen Link und das wäre eben der Link zum ausführlichen Individual-Kurs dann, wo eben dann Arbeitsaufträge und so weiter und so fort und Tests und so alles drinnen sind, schauen wir uns dann eben, wie gesagt, gleich an. Also das ist die eine Möglichkeit, dass man über diese Tabelle, die ich eben gerne zur Verfügung stelle, auf den Link klickt. Die andere Möglichkeit wäre, dass man über den Ressourcenkatalog, den kennen ja, glaube ich, alle hier, gibt es ja die Möglichkeit, dass man eben eine Suche startet. Leider gibt es da jetzt noch nicht die digitale Grundbildung als eigenes Fach. Kommt ja vielleicht irgendwann dann, dass man das auch anklicken kann. Im Moment hätte das jetzt so gelöst, dass man in der Suche auch alle diese Kurse da jetzt finden kann, dass ich einen Präfix gewählt habe. Das heißt, vor jedem meiner Kurse steht jetzt eben dieses DGB für digitale Grundbildung. Und wenn man eben dieses DGB hier eingibt, dann kommen auch alle diese Kurse, die ich hier erstellt habe. Das sind im Moment 46 Kurse. Das ist noch nicht ganz fertig, das Projekt. Es fehlen noch ein paar Lehrinhalte, die ich noch abdecken möchte mit weiteren Kursen, aber es ist schon relativ umfangreich. Diese 46 Kurse, die ich jetzt erstellt habe, die decken im Moment, das muss ich da mal schnell hineinschauen, aber ich glaube, genau, so 64 Schuleinheiten ab. Also ich hätte dann immer auch noch dazu geschrieben, wie viele Schuleinheiten sollte man dafür in etwa vorsehen. Und es gibt dann eben Kurse wie Grafikgestaltung, die logischerweise oder Podcastgestaltung, die eben nicht in 50 Minuten abhandeln kann, sondern die immer ein bisschen länger dauern. Also die meisten sind für eine Schuleinheit konzipiert, manche für zwei und in manchen Ausnahmen auch drei Schuleinheiten konzipiert. Von wo weiß man das im Vorhinein? Entweder über diese Excel-Tabelle oder wenn man dann in so einem Kurs hier drinnen ist, wie zum Beispiel in diesem Cloud-Kurs, dann wissen wahrscheinlich die meisten, man kann dann hier auf Details klicken. Und unter den Details wird mir dann eben angezeigt, was ich hier an Informationen eingetragen habe. Der Zeitbedarf eben hier eine Einheit circa. Ja. Beziehungsweise findet man unter den Details dann auch die Vorkenntnisse, die für einen Kurs erwartet werden. Also hier zum Beispiel das Smartphone. Zumindest halbwegs fit sind, kann man heutzutage eh schon von den meisten, glaube ich, erwarten, beziehungsweise auch Voraussetzungen, um diese Einheit abhalten zu können. Hier zum Beispiel Kopfhörer und Smartphones, weil eben beim Cloud-Kurs einige Aufgabenstellungen dann direkt am Smartphone abzuarbeiten wären. Ne? Das kann man sich eben vorher immer anschauen über diese Details-Seite.
Genau, so, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Genau. Generell, wie gesagt, sind alle diese 46 Kurse jetzt schon veröffentlicht. Ich werde jetzt dann kurz für diese Präsentation jetzt doch meine privaten Kurse, auf diese privaten Kurse dann gleich wechseln. Also ich habe da eine zweite Linkseite noch angelegt, weil ja im Individuell das so ist, wenn man seinen privaten Kurs veröffentlicht, dann entsteht ja eine Kopie. Und es gibt jetzt immer einerseits meinen privaten Kurs, andererseits den veröffentlichten. Und ich habe jetzt in letzter Zeit einiges bei den privaten Kursen noch aktualisiert. Das, was jetzt bei den veröffentlichten Kursen noch nicht ganz nachgezogen ist, sollte aber demnächst dann folgen. Also ein großer Unterschied wäre im Moment, dass ich bei den privaten Kursen auf YouTube-Links umgestiegen bin und in den öffentlichen Kursen jetzt noch hochgeladene Videos drinnen sind. Generell funktioniert beides. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass bei den YouTube-Links öfters die Zugriffszeiten geringer waren, beziehungsweise das weniger Probleme mit Codecs im Browser gemacht hat. Ich klicke jetzt da mal zum Beispiel diesen Cloud-Kurs an, damit man sich mal ein bisschen was drunter vorstellen kann. Also ich habe mir an diese Vorlage gehalten, die von den ETAPers generell kommt, so eine Dreiteilung vom Individualkurs, einerseits Informationssektion, die habe ich zumeist mit eigenen Videotutorials befüllt, also wo man sich zum Beispiel dann anschauen kann, was ist eigentlich die Ja, was Cloud. ist eigentlich die? Und habe hier auch so einen Aktivitätsabschluss immer gesetzt. Das ist vielleicht gleich noch eine Info für diejenigen, die es dann wirklich nutzen. Das muss man einmal wissen, wer es noch nicht so oft genutzt hat, kann man nämlich darüber stolpern. Also quasi, um dann das nächste Video zu sehen oder um dann die Aufgabenstellung darunter nachher dann auch bearbeiten zu können, muss man da immer das Hackerl setzen. Das war jetzt nur eine Diskussion, ob man das nicht vielleicht rausnehmen sollte. Ich habe das ursprünglich quasi in einem anderen Kurs gesehen und habe mir gedacht, das macht Sinn und habe es jetzt in allen meinen Kursen drinnen. Es ist jetzt nicht das große Problem. Wie gesagt, man muss nur das Hackerl setzen und dann geht es schon unten weiter. Aber ja, den Schülern muss man es halt einmal sagen, weil ansonsten ist irgendwie dann das nächste Video nicht anklickbar. Meine Idee war irgendwie, dass die Schüler nicht gleich das fünfte Video anklicken, sondern dass die halt wirklich das Video anschauen und dann aktiv einmal das Hackerl setzen und dann das quasi weitergeht. Ja, aber es ist dann vielleicht, ja, kann man darüber diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Und ich würde mich ja generell überhaupt freuen, wenn dann eben diese Kurse genutzt werden würden und wenn ich da dann ein Feedback kriege, was man da auch noch verbessern könnte. Und eben nach einigen so einführenden Videos, wofür eben dann die Kopfhörer gebraucht werden, gehen wir dann hier die Sektion mit der Lektion, wo dann eben konkrete Aufgabenstellungen an die Schüler gerichtet werden. Das sind teilweise Einzelarbeiten, teilweise Partnerarbeiten. Jetzt hier zum Beispiel bei der Cloud, dass die also versuchen dann einmal, dass die Daten durch die Dateien über die Cloud, über verschiedene digitale Geräte verteilen und austauschen, was ja immer noch 90% der Schüler und auch der Lehrer, glaube ich, versuchen über E-Mail zum Beispiel zu lösen. Und genau, und nach diesem Lektionsteil, wo eben von den Schülern aktiv etwas zu bearbeiten ist, wäre dann am Ende immer noch so ein Reflexionsteil. Da habe ich teilweise je nach Thema, zum Beispiel gesagt, man möge das dann zum Beispiel, also der Lehrer möge das oder die Lehrerin möge das im Plenum dann eben noch anhand von Leitfragen, so eine Plenumsdiskussion durchführen. In anderen Kursen habe ich aber auch zum Beispiel beim Reflexionsteil, ich klicke jetzt woanders mal drauf, zum Beispiel auf Kommunikationsmedien hier. Da ist das generell ähnlich aufgebaut. Da gibt es jetzt eine Übung zu Kommunikationsmedien und dann gibt es halt hier zum Beispiel einen Test halt dann als Abschluss. Also das haben wir halt dann jedes Mal je nach Thema überlegt, was da vielleicht mehr Sinn macht, wie man irgendwie eine Reflexion zustande bringt. In dem Fall halt einen klassischen Moodle-Test, wo also der Lehrer dann auch die
sie die Punkte dann anschauen kann, was erreicht worden sind vom Schüler. Und andere Möglichkeit habe ich auch noch gehabt, bei den, wo war das hier zum Beispiel, bei den ganzen Office-Geschichten hier, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung und so. Schauen wir da vielleicht hinein. Da habe ich dann also wirklich eine klassische Reflexion hereingegeben, wo der Schüler dann selbst einschätzen soll. Schauen wir da die Elemente bearbeiten. Was kann er denn und was kann er nicht? Ja, also ich habe da die Erfahrung gemacht mit den Schülern. Das ist durchaus einmal durchaus fördernd für Schüler, dass sie mir selbst ein bisschen einschätzen, können sie das oder können sie das nicht. Und dann kann man ja immer als Lehrer noch drüber sprechen mit den Schülern. Generell habe ich eben versucht, das ein bisschen zu gruppieren, wo gehört was hinein. Wobei, wie gesagt, es auch übergreifend, kompetenzenübergreifend oft sind, diese einzelnen Moodle-Kurse, diese Office-Kurse, die ich hier angelegt habe, sind auch dann teilweise hier aufbauend. Da steht dann auch Textverarbeitung 1, Textverarbeitung 2 oder bei der Tabellenkalkulation halt auch 3 Versionen. Man sieht aber dann, wenn man dann die Details wieder anklicken würde, dass also dann Voraussetzung für Tabellenkalkulation 3, logischerweise wird dann dabei stehen bei den Voraussetzungen, ja, man möge doch vielleicht vorher Tabellenkalkulation 1 und 2 vielleicht schon bearbeitet haben, außer die Schüler sind eh schon alle so fit, dass 1 und 2 jetzt zu langsam, also dass das so einfach zum Beispiel wäre. Ja. Bei der Mediengestaltung hier habe ich mir ein bisschen am Modell von Dieter Barke orientiert, der also bei der Medienkompetenz ja in 4 Teile einteilt, also einerseits Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung und Medienkritik. Das ist ja nicht ganz so kohärent vorgesehen, weil zum Beispiel da die Medienkompetenz eigentlich hier Teil vom 2. Kapitel ist und Mediengestaltung hier Teil vom 4. Kapitel. Da sieht man schon, das überschneidet sich irgendwie alles ein bisschen, wenn man sich diesen Lehrplan einmal genauer anschaut. Und deswegen eben hier diese Teile, die teilweise dann hier bei diesem Paket dabei sind, aber eben auch bei diesem Mediengestaltungspaket. Und von der Idee her wäre es eben dann hier so gedacht, dass zuerst also die Medienkundekurse hier besucht werden können, wo theoretisches Wissen quasi aufgebaut wird. Also muss man nicht, aber quasi was ist die Theorie dahinter? Eben zum Beispiel wie digitale Audiodateien, wie kommt man da eben zum Speicherbedarf, wieso brauchen die so oder so viel Speicher oder wie werden überhaupt Audiodateien digitalisiert. Das heißt, ich habe als erster den Kurs, wo ich das Ganze theoretisch betrachte und dann gibt es einen Kurs Mediennutzung, wo ich dann sehr technisch quasi herangehe. Also schauen wir da zum Beispiel Mediennutzung Audio. Da ist jetzt wirklich einfach Aufgabenstellung für Aufgabenstellung, wirklich ganz rein technisches Abarbeiten. Was kann ich jetzt zum Beispiel im Audacity, eben mit so einem Audioprogramm jetzt, wie kann ich da jetzt so einen Podcast selber erstellen? Aber da ist jetzt überhaupt noch nichts Gestalterisches drinnen, sondern da kommen alle Anweisungen jetzt direkt von mir. Und dann gäbe es eben quasi aus höchstes Level halt dann die Mediengestaltung. Und da ist jetzt dann den Schülern, da geht es jetzt eben auch dann darum, dass sie wirklich ein gestalterisches Element hineinbringen. Und da wäre jetzt zum Beispiel der Audio-Podcast dann relativ frei, wo ich sage, sie dürfen sie selbst ein Thema zum Podcast erstellen. Und wenn ich eben vorher schon die technische Abarbeitung natürlich gemacht habe, die Mediennutzung, dann sollten sie eigentlich auch fit sein, jetzt dann wirklich gestalterisch da tätig zu werden. Genau, das wäre so die Idee da bei der Medienkompetenz. Und dann gibt es auch noch hier einen großen Block am Ende mit Computational Thinking, wo ich einige verschiedene Programmiersprachen oder Programmiermöglichkeiten eingebaut habe. Das kommt auch daher, weil ich ursprünglich aus dem Software Engineering komme und da im Laufe der Jahre halt einiges kennengelernt habe, wo ich mir denke, das könnte man eben auch schon mit den Erst- und Zweitklässlern machen.
Scratch ist, glaube ich, eh jeden ein Begriff. Andere Sachen, so wie Spritebox oder Lightbot, das sind dann Dinge, die man am Smartphone machen kann, was aus der Erfahrung heraus mit den Schülern immer sehr gut ankommt, wenn sie am Smartphone was erledigen dürfen. Und genau, da wäre es auch so, dass ich das halt genau erkläre und sie können dann am Smartphone quasi das selbst nachprobieren. Und das sind verschiedene Möglichkeiten, wie man eben in die Programmierung einsteigen könnte, ins Computational Thinking. Genau. Und ein letztes vielleicht noch. Genau, bei den Codierungen. Also es gibt dann auch immer wieder Kurse, das ist ja auch so vorgesehen vom Individual Vorlagenkurs, dass bei Aufgabenstellungen wie jetzt hier, wo zum Beispiel irgendwo eine Übung zur Codierung ist, wo die Schüler irgendwas dekodieren sollen, hier diese Blindenschrift zum Beispiel. Dann gibt es unten noch eine Sektion für den Lehrer mit Musterlösungen, damit also auch der Lehrer das nicht selbst nochmal dekodieren muss, sondern dass auch der Lehrer quasi die Lösung dann schon zur Verfügung hat. Das heißt, es wäre auch wirklich bei den Details, steht dann auch immer dabei, wie der Stundenablauf sein sollte. Das heißt, man könnte diese Kurse wirklich eins zu eins heranziehen. Sie sind auch oft so konzipiert, dass man es auch wirklich fürs Distance Learning verwenden könnte, dass der Schüler die ganz allein durcharbeiten kann, weil er erst einmal alle notwendigen Informationen bekommt, um dann eben die Aufgaben zu erledigen, und dann auch die Reflexionsaufgabe machen zu können. Aber ist eben nicht nur fürs Distance Learning gedacht, sondern genauso für die Schule, wo man dann eben vielleicht auch nur Teile davon nutzen möchte vielleicht auf die Videos verzichten und selber irgendwas am Anfang dazu erzählen. Das ist ja auch der große Vorteil von diesen veröffentlichten Individualkurse, dass ich mir die herrichten kann, wie ich es brauche. Und wer jetzt sagt, der oder der Teil vom Herrn Reisinger gefällt mir nicht, das möchte ich irgendwie adaptieren, dann genau steht das ja generell jedem frei. Und ich glaube, dass das ja, doch viele Sachen sind, was breit genutzt werden könnten, und ich würde mich halt sehr freuen, ja, wenn das nicht nur, also es war sehr, sehr viel Arbeit, das alles zu erstellen, und die 100 Schüler, die ich damit erreiche, das wäre ich ganz froh, wenn ich dann vielleicht doch 1000 oder 2000 damit erreiche, wenn das andere Lehrer auch nutzen. Und wenn es genutzt wird, dann ja, würde ich einfach auch nur darum bitten, man kann bei diesen Kursen dann überall ein Feedback geben, dass ich einfach weiß, was man vielleicht verbessern könnte, weil man selber hat natürlich irgendwo seinen eigenen Blick drauf. Und wenn jemand anderer damit arbeitet, glaube ich, dann kann man da durchaus fruchtbare Kritik dann eben nur anbringen, wo man vielleicht dann die Kurse auch noch verbessern kann. Ja, das wäre so im Großen und Ganzen die Idee von meinem Projekt, das eben, was mir eben freut, dass ich da jetzt vorstellen habe können. Und ja, wenn noch Fragen dazu sind, dann stehe ich jetzt gern noch zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte gleich mal das Kompliment von Ingo Rath weitergeben. Coole Sache mit zwei Rufzeichen, da schließe ich mich an. Eine Frage hat der Ingo trotzdem noch, dass nämlich manche Links zu den E-Tappers anscheinend ins Leere gehen, beziehungsweise in Bearbeitung. Kommt da nicht rein. Bei manchen Links geht das allerdings. Gibst du eine Erklärung dazu oder Welches zum Beispiel? müsste der Ingo kurz bekannt geben? Er schreibt schon. Mir wäre das bis jetzt nicht aufgefallen. Ich arbeite eigentlich auch Bit and Byte. Okay, schaue ich gleich einmal. So, Bit and Byte. Aha, steht aktuell für Teilnehmer nicht zur Verfügung. Bei mir kommt jetzt da heroben. Ja, mich in diesen Kurs einschreiben eigentlich. Steht für Teilnehmer nicht zur Verfügung. Ich versuche jetzt trotzdem da mal schnell drauf zu klicken. Ja, mich in diesen Kurs einschreiben. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Bits and Bytes aus eTapper noch nicht freigegeben worden ist, aber ich hätte mir eigentlich bisher gedacht, dass die alle trotzdem funktionieren, die Links. Jetzt nehme ich mal einen älteren Kurs, der aus eTapper freigegeben worden ist, zum Beispiel Fake News.
Okay, der funktioniert. Der Ingo schreibt auch, dass bei dem einen Kurs der Status bei Etappe IB ist, es wird in Bearbeitung sein. Und der Ja. Robert gleichzeitig, dass er über die normale Suche zu diesem Kurs schon hingekommen ist und das scheint, es funktioniert zu haben. Ist Okay, das? vielleicht habe ich einen falschen Link hineingesetzt, ja. Ich werde mir das nochmal anschauen und werde sonst natürlich gegebenenfalls diese Excel-Datei noch einmal überarbeiten auch und stelle dann sonst, wenn das irgendwie geht, eine aktualisierte Version dann noch einmal hinein. Müsst ihr Ja. nochmal durchklicken. Ich bin eigentlich bis jetzt davon ausgegangen, dass die funktionieren. Ne? Zu der Excel-Datei habe ich eine Frage oder Anregung. Ist es nicht sinnvoll oder möglich zumindest, das in einen Basiskurs, quasi Kurs 0 zu verpacken, dass es gar nicht nur ein Teil drinnen ist, sondern einfach ein Ausgangskurs, wo genau diese Auswahl und Übersicht einfach geboten wird und von da gehe ich dann schrittweise weiter, wohin ich möchte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe diese, ich muss auch sagen, das ist erst im Laufe des Projekts entstanden, weil ich dann selber die Übersicht irgendwie verloren habe. Und habe eben dann angefangen, dass ich das eintrage in so eine Excel-Tabelle. Aber genau, macht sicher absolut Sinn, die irgendwie an einem öffentlichen Ort zu stellen, wo ich es erstens dann adaptieren kann, genau, und wo es leicht zugänglich ist, ja. Ich glaube, das wird auch die Frage von der Andrea Brock beantworten. Wie komme ich als Nutzerin vom TSN-Moodle zu dieser Excel-Datei? Wenn es dann genau an einem öffentlichen Ort ist, dann wird es genauso auch für die Tiroler möglich sein für ihr Moodle-System. Genau, ja, also da lasse ich mir dann gerne sagen, was das die schlaueste Variante wäre, damit das dann am besten sichtbar ist quasi. Also da müsste man halt dann irgendwie, weiß ich nicht, also wenn ich einen Individualkurs anlege, müssen wir halt dann wissen, wie der heißt dann quasi, ja. Das ist klar, mit diesem Präfix vielleicht und einem sinnvollen Namen versehen, Ja. durchaus ein gangbarer Weg. Ja. Eine Frage, wieso du am Standort bei dir im Einsatz hast, das ist ja Ja. super Mitglieder gewesen, diese ganzen Bereiche von der digitalen Grundbildung. Wir sind oft Informatiker und trauen sie über jedes Thema drüber. Im Endeffekt, durch den integrativen Ansatz, sollen sie oft die einzelnen Fachrichtungen, sage ich mal, machen. Der Deutschlehrer, Genau. der Englischlehrer. Ist da irgendwie angedacht, vielleicht auch da die Rutsche zu legen an diese Fachrichtungen anhand dieser Liste, dass das zum Beispiel genau dort super reinpasst, zum Beispiel im Lehrplan Deutsch oder im Lehrplan Geschichte von mir aus? Kann man andenken, müsste aber freilich mit den entsprechenden Fachlehrern nur mich kurz schließen, weil ich jetzt natürlich, ich meine, ich kann schon sagen, ungefähr dort wird es hineinpassen, aber so genau kenne ich jetzt natürlich die Lehrpläne von den ganzen Fächern nicht. Aber also gute Anregung, ja, schreibe ich mal auf, wenn ich mal quasi von jedem Fach wen hole und frage, wo wird das vielleicht hineinpassen zum Lehrplan, dann könnte man das natürlich auch noch aufnehmen in die Liste, ja, genau. Ich glaube, man müsste sowieso auch erst einmal abwarten, wenn die neuen Lehrpläne publiziert sind, Ja, die, glaube genau. ich, im Schuljahr herauskommen, weil ja dann, glaube ich, vermehrt das in den Lehrplänen wirklich fix verankert sein soll. Dann wäre es, glaube ich, wirklich eine super Sache, wenn das dann vielleicht auch noch ein nächster Schritt sein könnte. Gut, der Robert hat vorher auch noch gepostet, dass diese Excel-Datei im Symposiumskurs schon mal auch, glaube ich, bereitgestellt wurde für die Teilnehmer, dass da mal die es runterladen können oder reinschnuppern können. Aber ich glaube, Genau. grundsätzlich ist es natürlich schon wichtig, das irgendwo öffentlich zu haben, weil du steckst da extrem viel Arbeit rein und publizierst ja auch wieder die Aktualisierungen und davon profitieren die Leute ja wieder. Und wenn ich Genau, die das Excel-Liste wäre der habe, Sinn der Sache. dann habe ich die Aktualisierung nicht. Das muss man natürlich offen sagen. Genau. Bitte, die Aktualisierung von der Liste, ja genau, ja, das genau. Mehrwert ja darüber hinaus, nicht nur einmal diese Liste runterzuladen, sondern du arbeitest ja weiterhin daran. Ja, genau, ja, genau. Da ist noch eine Frage. Also, ja, ist jetzt die Frage, da war ein Excel mit Code sichtbar, das ist richtig. Also ich habe im Moment hier zwei Listen. Ich habe nämlich einmal die Liste angelegt, quasi für Lehrer. Das ist diese Liste hier, die quasi die öffentlichen Links beinhaltet. Und da müsste man den Kurs eben dann einbinden über die klassischen Methoden, wie es eben individuell zur Verfügung stellt. LTI, glaube ich, man kann einen eigenen Schulbereich anlegen. Oder man könnte den Kurs auch einfach als Gast, glaube ich, besuchen, hat aber dann den Nachteil, dass ich ja dann nicht meine eigenen Schüler drinnen haben kann. Aber ich glaube, das können die Zuständigen sonst nur besser erklären. Aber die zweite Liste, die ich gehabt habe, das waren quasi die Links auf meine privaten Kurse. Und das war, glaube ich, der Code, wo jetzt die Frage war, da habe ich jetzt einfach quasi für meine Schüler schon einen temporären Zugang bis 2025 angelegt. Weil ich diese Liste meinen Schülern zur Verfügung stelle
Und dann brauche ich mich quasi nie wieder darum kümmern, dass ich da jetzt Schüler einschreibe. Also dann muss ich es bestenfalls noch rausschmeißen nachher. Aber wenn ich, genau, das war der Sinn von dieser Schülerliste. Bin halt einmal hergegangen und habe für alle Kurse diese temporären Zugangscode bis ins Jahr 2025 angelegt. Also das war diese, den gibt es eben in der Excel-Liste, die ich mit den öffentlichen Links zur Verfügung gestellt habe, gibt es den nicht, den Code. Da müsste es leider jeder selber machen, genau, die Schüler reinschmeißen. Genau, stelle, man kann sich selbst in den Kurs einschreiben. Genau. Aber grundsätzlich braucht natürlich die Teilnehmer dann nur diesen öffentlichen Kurs und der private ist ja nur aus deiner Sicht, weil du einfach da der Hauptentwickler bist und ständig auch daran arbeitest. Deswegen hast du dich zwei Schienen, schätze ich mal. Genau, und ich wollte es halt für meine Schüler quasi so einfach wie möglich haben und denen gebe ich jetzt einfach meine Liste und dann sind sie in meinem Kurs schon drinnen und ich habe quasi keinen Aufwand mehr damit. Das war die Idee von meiner privaten Liste, ist jetzt aber eben für das jetzt für die Allgemeinheit irrelevant. Ja, genau. Gut. Der Ingo schreibt nochmal, ob man den Kurs auch als Unterkurs einbinden kann. Da darf ich sonst vielleicht an den Robert verweisen. Ich glaube, das wisst ihr sonst besser, technisch. Kann das auch nicht beantworten. Aber Robert schreibt schon. Okay, das macht sich der Ingo mit dem Robert aus. Okay. Ich sage mal herzlichen Dank. Das war wirklich sehr, sehr schön anzuschauen, was da möglich ist. Und ich glaube, das wird durchaus etliche anregen, das auch mal auszuprobieren in nächster Zeit. Nochmal danke. Ja, wirklich. Dankeschön.